begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass Abgeordnete aus dem Bundestag da sind. Ich kann gar nicht alle jetzt begrüßen. Ich freue mich, dass von der CDU-Fraktion der stellvertretende Vorsitzende, der für das Thema Wissenschaft und Bildung zuständig ist, Herr Kretschmer da ist, von der SPD-Fraktion der Sprecher, Herr Rossmann, und die neue, weil erst seit kurzer Zeit Vorsitzende des Bundestagsausschusses für den Bereich Wissenschaft, Frau Lips. Ich begrüße sehr herzlich unsere auch neue Datenschutzbeauftragte, Bundesdatenschutzbeauftragte Frau Vosshoff, die Herren Wefer, Neugebauer, Liggesmeier, Frau Wintermantel und Sie alle, meine Damen und Herren. Einige von Ihnen haben die Fragen gehört, die in diesem Spot gesendet wurden eben. Und das sind Fragen, die unser Leben betreffen, in all seinen Ausprägungen. Und es sind Fragen, die mit unserem heutigen Leben etwas zu tun haben, aber ich glaube noch sehr viel mehr mit dem zukünftigen Leben. Und auf diese Fragen Antworten zu finden, ist schwierig. Herr Thaddeus sagte eben, die kriegen wir nicht heute Abend. Aber es ist außerordentlich wichtig und nicht nur wichtig für einige Wissenschaftler und Interessierte, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und das zu tun, dabei soll uns dieses Jahr, dieses Wissenschaftsjahr, die digitale Gesellschaft helfen. Wissenschaftsjahre sind Veranstaltungen, die sich immer bemühen, Themen, Wissenschaftsthemen, die die Gesellschaft, die viele berühren, zu thematisieren. Im letzten Jahr ging es um die demografische Entwicklung und in diesem Jahr um die digitale Gesellschaft. Ich kann Sie begrüßen hier in diesem Museum für Kommunikation und ich denke, das ist ein sehr schöner Ort, auch wenn die Akustik nicht ganz hinhaut im Moment, das ist ein sehr, sehr schöner Ort für diese Veranstaltung, denn die Kommunikation, die Kommunikationsstrukturen haben sich ja durch die Digitalisierung entscheidend verändert. Und, das muss man nicht unbedingt wissen, das erste transatlantische Telegrafenkabel, das ist 1858 gelegt worden. Das erste transatlantische Telegrafenkabel und das hatte eine Übertragungsrate von 2 Wörtern pro Minute und es funktionierte nur 4 Wochen. Das heißt, heute werden natürlich innerhalb kürzester Zeit Riesendatenmengen übertragen und die Zuverlässigkeit der Datenübertragung ist auch wesentlich besser. Und ich glaube, die Kommunikation, das ist der Lebensbereich, der durch die Digitalisierung am entscheidendsten, am stärksten verändert wurde. Wir alle kommunizieren ganz anders, als das vor 25 Jahren noch war. Und wenn man es vergleichen will, dann glaube ich, dann kann man es mit solchen Erfindungen wie der Dampfmaschine oder der Eisenbahn vergleichen, die auch grundlegend das Leben in der Gesellschaft verändert haben. In Deutschland nutzen heute 3 von 4 Menschen bereits das Internet. Und das zeigt, dass Bill Gates zwar viel Geld, aber auch nicht immer recht hatte. Er hat vor 20 Jahren prognostiziert, dass das Internet nur ein temporärer Hype sei. Aber für einen temporären Hype hat es sich einfach als viel zu praktisch und zu nützlich erwiesen. Und es ist sehr, sehr schnell gegangen. Es ist sehr, sehr schnell gegangen. Mehr als 3/4 aller derjenigen, die in Deutschland das Internet nutzen, sind in einem sozialen, mindestens in einem sozialen Netzwerk angemeldet. Und ich glaube, dass diese Kommunikationsstruktur auch das Miteinander verändert. Und da liegen sehr viele Forschungsfragen, interessante Forschungsfragen. Das sind, man denkt immer zuerst an Technik, es sind aber in ganz starkem Maße gesellschaftliche, soziale Fragen, die beantwortet werden müssen. Aber natürlich wollen wir in diesem Wissenschaftsjahr auch mit den Beiträgen von Wissenschaft und Forschung uns mit dem beschäftigen, was technisch möglich, machbar, was wir erwarten. Wir möchten die Menschen begeistern für digitale Technologien, die zum Teil noch wie Zukunftsmusik klingen, aber vielleicht schon in einigen wenigen Jahren Realität sind. Wir wollen innerhalb der Bundesregierung diesem Megatrend Digitalisierung Rechnung tragen und Sie haben zum Teil gelesen, dass im Koalitionsvertrag steht, wir wollen für Deutschland eine digitale Agenda vorlegen. Das BMBF, also mein Bundesministerium, wird in dieser digitalen Agenda, wo ja ganz unterschiedliche Ressorts beteiligt sind, einen wichtigen Beitrag leisten, insbesondere im Rahmen der Hightech-Strategie. Wir wollen in dieser Legislaturperiode die Hightech-Strategie, die wir, glaube ich, sehr erfolgreich in der Bundesrepublik realisiert haben in den letzten Jahren, wir wollen in dieser Legislaturperiode die Hightech-Strategie weiterentwickeln zu einer umfassenden, ressortübergreifenden, natürlich ressortübergreifenden Innovationsstrategie. Bildung und Wissenschaft,
die bilden den zentralen Hebel für die digitale Gesellschaft, um die Potenziale zu heben und um die großen Chancen der Digitalisierung auch zu nutzen. Aber Digitalisierung betrifft nicht alle gleich. Wir haben auch im Zusammenhang mit dem Wissenschaftsjahr eine große Umfrage starten lassen, eine, glaube ich, sehr repräsentative. Und diese zeigt, dass in Deutschland die Gesellschaft, wenn es um die Digitalisierung geht, getrennt ist oder gespalten ist, unterschiedlich nach Geschlecht, nach Altersgruppen und auch nach Bildung. Ergibt sich aus dieser Untersuchung oder auch aus anderen immer noch mehr Männer als Frauen online, immer noch mehr Junge als Alte und immer noch viel mehr Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss als solche mit einem niedrigen. Und wir wollen in diesem Jahr alle erreichen. Wir wollen mit dem Wissenschaftsjahr, wo ja auch ganz vieles online und wir haben ganz interessante Formate, hat man sich ausgedacht, in diesem Jahr in Nachtcafés und in Kinos zu diskutieren. Wir wollen auch die Menschen erreichen, die zu dem Teil gehören, der überhaupt noch nicht damit befasst ist, der sozusagen diese Digitalisierung für sich noch nicht entdeckt und genutzt hat. Wir stehen mit Blick auf die Digitalisierung vor drei großen Herausforderungen, wo wir Lösungen aus Wissenschaft und Forschung brauchen. Das ist erstens die Sicherheit digitaler Daten, zweitens die Veränderung der Arbeitswelt und drittens der Umgang mit großen Datenmengen, Big Data. Die Sicherheit, egal ob Sie jetzt Online-Banking machen wie meine Familie außer mir, egal ob Sie auf Facebook sind oder ob Sie die Arbeit der Nachrichtendienste betrachten, wie sicher sind eigentlich die digitalen Daten? Das ist eine berechtigte Frage, eine Frage, die gerade hochaktuell ist durch das, was wir ja im letzten halben Jahr in diesem Zusammenhang erlebt haben. Und es sind auch immer wieder, das kommen wir auch in unserem Ministerium zu spüren, Sicherheitslücken bekannt, dass schädliche Programme eingeschleust werden können, wo auch die Privatsphäre ausgesperrt werden kann und oftmals von den Betreffenden gar nicht registriert. Und diese Dinge nehmen wir sehr, sehr ernst. Wir unterstützen vom Ministerium aus den Aufbau von Kompetenzzentren für die Cybersicherheit an der TU Darmstadt, an dem KIT, an dem Karlsruher Institut für Technologie und an der Universität Saarbrücken haben wir begonnen im letzten Jahr, an diesen drei Standorten Zentren zu errichten für Sicherheitsstrategien, wo Sicherheitsstrategien erforscht und entwickelt werden. Und wir wollen auch, was die Erhebung von Daten anbetrifft, natürlich Hinweise aus der Forschung, Lösungsvorschläge, denn es ist nicht damit getan, dass man sagt, man soll sich verweigern, das ist völlig unrealistisch und es ist auch nicht damit getan, dass der Staat alles kontrolliert und an jeder Ecke aufpasst, dass nicht irgendetwas passiert, sondern wir wollen, dass man selbstbestimmt, transparent mit seinen Rechten umgehen kann und dass wir den Schutz der Persönlichkeitsrechte beim Umgang mit den Daten oberste Priorität im Land einräumen. Es muss aber das Recht auf informelle Selbstbestimmung geben. Das heißt, jeder muss selbst entscheiden können, welche Daten er weitergeben will, welche erhoben werden dürfen, welche genutzt werden können. Also dieser erste große Komplex, Sicherheit. Zweitens, die Arbeitswelt. Wir haben gerade heute, gab es die französisch-deutschen Regierungskonsultationen in Paris, wo eine Absicht noch mal deutlich von französischer Seite gesagt wurde, sie wollen stärker in ihrem Land Industrialisierung. In Deutschland haben wir im Gegensatz zu vielen anderen, den Amerikanern, Großbritannien, in den letzten 20, 30 Jahren sicher auch den Grad der Industrialisierung etwas verändert. Aber wir sind ja weitaus besser als diese anderen Länder und haben damit einen großen Vorteil im Moment als Industriestandort, als Produktionsstandort und letztendlich als Exportnation. Und wir müssen jetzt diese Möglichkeiten, die wir haben, im Maschinenbau und in anderen Bereichen, natürlich zusammenführen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung. Mit dem Start von Industrie 4.0 als Zukunftsprojekt ist ein erster ganz wichtiger Schritt getan worden. Und Industrie 4.0, das ist eben nicht nur die Fabrik von morgen, die man sich trotz aller Beispiele immer noch gar nicht vorstellen kann von den Möglichkeiten, die sie bietet, sondern das heißt auch eine ganz neue Arbeitswelt.
ganz neue Herausforderungen, aber eben auch Chancen. Und Deutsche sehen im ersten Moment immer weniger die Chancen, sondern die Schwierigkeiten. Keine festen Arbeitszeiten mehr, dafür ständig abrufbar zu sein. Was bedeutet das für die individuelle Freizeit? Hat man die noch oder ist man eigentlich immer erreichbar? Flexibilisierung von Arbeitsmodellen wollen wir alle, aber in welchem Maße ist das zumutbar und gut fürs Familienleben? Und damit wachsen auch viele Ängste bei den Betroffenen, weil es noch nicht richtig vorstellbar ist, wie das dann funktionieren kann. Und gerade diese Sorgen und diese Ängste muss man sehr ernst nehmen. Und deswegen müssen wir einerseits die technischen Entwicklungen betrachten, aber auch jetzt vorausschauend, was bedeutet das für die Arbeitsprozesse, für die Produktionsprozesse, für die Qualifizierungsanforderungen an die Arbeitnehmer. Also man muss es ganzheitlich betrachten und deswegen werden wir gemeinsam mit den Sozialpartnern, mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft im Rahmen von Forschungsvorhaben. Wir haben dort Großes vor, auch finanziell Großes vor, in der nächsten Zeit diese Arbeit von morgen genauer untersuchen, Lösungen anbieten und eben auch vor allen Dingen gar nicht erst in der Gesellschaft den Eindruck aufkommen zu lassen, dass man es nicht ernst nimmt und dann nur über Konsequenzen und Folgen, wenn es schwierig ist, redet. Und das dritte, Big Data, die Riesendatenschätze, die Mengen an Daten, die wir jetzt haben, die müssen natürlich verantwortungsvoll genutzt werden. Man kann viel Missbrauch betreiben und intelligent. Und wie das uns gelingt als Deutschland, das entscheidet sehr über den Wettbewerb. Wenn wir Methoden und Werkzeuge zur Datenanalyse und deren Nutzung haben, dann haben wir strategisch einen Vorteil. Und deswegen sind das Themen, die im Rahmen der digitalen Agenda außerordentlich wichtig ist. Und auch hier ist wieder das Thema Sicherheit natürlich und bei der Weitergabe von Daten ein zentrales Thema. Aber wenn es darum geht, Big Data, dann wurde ich jetzt gefragt nach der Schweiz, wo man Modelle einführt, dass nur noch das sozusagen, was im Land produziert und Ähnliches verwendet wird. Ich denke, in einer globalisierten Welt ist Abschottung auf keinen Fall der richtige Weg. Das ist nicht realistisch, das ist keine Lösung und gerade wir als Exportweltmeister profitieren ja sehr vom freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen und eben auch Daten. Aber genau deswegen brauchen wir in besonderem Maße Regeln für den Umgang miteinander. Ja, meine Damen und Herren, wir haben lange geplant und haben dieses Wissenschaftsjahr lange geplant. Und wir konnten nicht wissen, dass wir durch den Koalitionsvertrag, was dieses Thema anbetrifft, die Präsenz dieses Themas im Handeln der Bundesregierung, dass wir dort eine solche Bestätigung und ganz klare Prioritätensetzung erfahren. Es geht darum, dass wir dieses Megathema aus unterschiedlichster Sicht, die unterschiedlichsten Ressorts gemeinsam behandeln. Und wir als BMBF haben die zentrale Aufgabe, alles, was hier bei der Umsetzung des Digitalisierungsthemas mit Bildung, Wissenschaft und Forschung zu tun hat, hier führend zu sein. Wir wollen eine Strategie digitales Lernen auf den Weg bringen. Digitales Lernen, das ist keine Sache, die ein Bundesbildungsministerium, auch wenn es so heißt, einfach mal sich ausdenken und dann durchführen kann, sondern da ist ganz entscheidend, was ist in den Ländern schon geschehen. Und wir müssen mit den anderen Ländern in der Kultusministerkonferenz diese digitale Agenda, diese digitale Lernen auf den Weg bringen. Wir wollen auch in diesem Jahr eine umfassende Open Access Strategie vorlegen, um die Rahmenbedingungen für den entsprechenden unentgeltlichen und effektiven und dauerhaften Zugang zu öffentlich finanzierten Publikationen und Forschungsprojekten und auch Forschungsdaten zu umreißen. Und wir werden in diesem Jahr einen entscheidenden Schritt vorankommen, wenn es darum geht, wissenschaftliche, also den strategischen Ausbau für wissenschaftliche Informationsinfrastrukturen voranzutreiben. Jeder macht etwas, jede Uni, jedes Bundesland, die öffentlichen Verwaltungen. Und wir haben im Wissenschaftsrat lange darüber diskutiert, dass wir nicht wollen, es kann keinen großen Plan von oben geben, wie alles gemacht wird, aber dass wir auch nicht unkoordiniert wollen, dass das nebeneinander herläuft, sondern dass wir dort versuchen, in einem vernünftigen Rahmen abzustimmen, zu koordinieren und strategisch gemeinsam zu planen. Und da ist ein Element dieser Überlegungen im Wissenschaftsrat die Einrichtung eines Rates für Informationsinfrastrukturen und diesen Rat für Informationsinfrastrukturen, den werden wir gemeinsam mit den Ländern in Bälde Ihnen vorstellen und einrichten. Wenn man so ein Wissenschaftsjahr gestaltet, dann gibt es eine Einführungsveranstaltung und dann soll es ja das ganze Jahr funktionieren.
Und es soll nicht nur in Berlin und nicht nur in Veranstaltungen eines solchen Formates, sondern mit ganz unterschiedlichen Angeboten funktionieren. Und dieses ist nur möglich, wenn sich viele engagieren, wenn sich sehr, sehr viele dafür engagieren. Sonst kann man so ein Wissenschaftsjahr nicht erfolgreich voranbringen und betreiben. Und ich kann an dieser Stelle nicht allen danken, die sich dafür bereit erklärt haben, die auch gerne mitmachen. Ich möchte an dieser Stelle nur zwei Partnern besonders danken. Das ist die Fraunhofer Gesellschaft, wo wir auch hier in diesem Rahmen eine Ausstellung nachher zu diesem Thema uns anschauen können. Und ich möchte mich bedanken bei der Gesellschaft für Informatik, die den Wettbewerb Köpfe der digitalen Gesellschaft sich ausgedacht und vorgeschlagen hat. Darüber reden wir noch im Laufe dieser Veranstaltung. Das Wissenschaftsjahr ist natürlich eine Einladung an die Forscherinnen und Forscher, an die Wissenschaftler, an die Studierenden. Aber ich sage das eingangs, ein Wissenschaftsjahr ist etwas, was wir in dieser Gesellschaft zwingend brauchen. Es ist ein Angebot für die gesamte Bevölkerung. Es ist ein Angebot, Themen, die unser Leben bestimmen, auch wenn es der Einzelne vielleicht noch gar nicht so merkt oder nicht wahrhaben will oder es vereinfacht sieht. Und deswegen ist das Wissenschaftsjahr vor allen Dingen eine Einladung an die Bürgergesellschaft, an die Wirtschaft, an die Politik, an die Entscheidungsträger, an Multiplikatoren und eben an alle Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, dies wird nur gut, das Wissenschaftsjahr, wenn Sie alle mitdiskutieren, sich mit engagieren. Und um einen Denker zu zitieren aus analogen Zeiten, Erich Kästner. Erich Kästner hat gesagt, die Fragen sind es, aus denen das, was bleibt, entsteht. Ja, und da stellen wir gemeinsam hoffentlich die richtigen Fragen in diesem Jahr. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe auf ein gutes, erfolgreiches Wissenschaftsjahr.